So, hallo liebe Freunde des Halleschen FC. HFC TV ist heute in ganz spezieller Mission für euch unterwegs. Ihr seht es schon hinter mir. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt bei uns am Stadion und wollen euch ein paar Impressionen einfangen, ein paar Stimmungen einfangen und euch toll unterhalten über die Aktion hier auf unserem rot-weißen Weihnachtsmarkt. So, und natürlich den ersten, den wir hier bei uns auf dem Weihnachtsmarkt tragen, ist unser Hallo-Tri. Hallo-Tri, alles gut bei dir? Letztes Ergebnis, wir haben gewonnen auswärts, geil. Und, Weihnachtsmarkt, bist du vorbereitet? Viele Kinder freuen sich heute mit dir. So, wir sind am HFC-Stand. Unser Mann für Ticketing, Patrick Püser, alle kennen ihn unter Pü. Pü, was macht ihr heute hier? Wir verkaufen im größten Teil erstmal Glühwein, das Wichtigste heute bei den kalten Temperaturen. Verkaufen neue Mannschaftsposter, Kalender in einer schönen Tüte zusammen mit einer neuen Mannschaftstasse, passend zur weihnachtlichen Stimmung. Und natürlich wichtig für die Rückrunde, die Rückrundendauerkarte. Können heute alle erwerben, ist heute exklusiv auf dem Weihnachtsmarkt, ab morgen dann online. Und genau, wer heute Lust hat, kann sich hier voll bedienen. Dann wünschen wir euch viel Spaß hier, viel Erfolg und schönen Weihnachtsmarkt. Vielen Dank. So, jetzt bin ich angekommen an unserem Marathontor, festlich geschmückt. Da hat sich, glaube ich, das Org-Komitee ganz große Mühe gegeben, hier ein bisschen Weihnachtsatmosphäre zu fabrizieren. Inzwischen hat sich der Weihnachtsmarkt auch unwahrscheinlich gefüllt, Leute über Leute. An allen Ständen stehen sie an, am Bratwurststand, am Glühweinstand, am Merchandising-Stand und natürlich ganz groß gefragt ist heute unsere HFC-Weihnachtsmarkt-Tasse, die es inklusive Glühwein für 10 Euro hier gibt. Also Freunde, wer das nicht erlebt hat, der hat was verpasst. Unser Andreas vom BAM steht hier völlig bekleckert am Stand, weil er Zuckerwatte nascht. Andreas, wie Nein, geht's dir? Der nascht nicht, mir geht's hervorragend. Aber der nascht nicht, der bereitet nur zu. Weihnachtsmarkt HFC hier ist doch eine tolle Sache. Ja? Super, wunderschön. Viel Vorbereitung, viel Nachbereitung, aber wenn man sich hier so umschaut, war es die Mühe, glaube ich, auch wert. Müssen wir uns, glaube ich, an dieser Stelle auch mal beim BAM bedanken, die sich hier ganz, ganz aktiv mit eingebracht haben. Ja, die Nacht war für andere sehr, sehr kurz, für mich war sie kurz. Alles klar, wünschen wir euch viel Spaß hier, beglückt die Leute. Machen wir, danke. So, wir sind jetzt hier bei einem ganz besonderen Menschen, Jo B. Viele kennen ihn gar nicht, viele kennen aber seine Karikaturen, die ständig im Chemiker sind. Jo B., wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz gut, ja. Du hast einen schönen Stand hier bei uns bekommen, auf dem HFC-Weihnachtsmarkt. Jawohl, und da freue ich mich darüber, ja, dass ich mit dem HFC verbunden bin, dass ich heute mir was zeigen kann, ja, und dass ich seit 8 Jahren in jedem Heimspiel im Programm des Chemikers eine Karikatur von mir habe. Und so etwas haben noch nicht mal die großen Bayern. Da haben wir jetzt auch mal ein richtiges Gesicht hinter unseren Karikaturen, denn den Jo B. kennt ja sonst eigentlich gar keiner. Du weißt ja, eigentlich, Jo B. ist ja nur ein Spitzname. Das ist die Abkürzung meines Namens, Joachim Becker. Genau. Ja. Jo B., wir freuen uns jedes Mal, wenn wir so eine Karikatur von dir sehen. Und da wünsche ich mir jetzt zu Weihnachten, dass du gesund bleibst und uns noch lange, lange erhalten bleibst. Ja, das denke ich so auch, ja. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, aber mir macht es Spaß, mir macht es Freude und es erhält mich auch jung. Dann wünschen wir dir eine schöne Weihnachtszeit. Genieße es hier bei uns auf dem HFC Weihnachtsmarkt. Jawohl, schönen Dank. Aha, okay. Hast du den Weihnachtsmann heute schon gesehen? Hast du noch nicht gesehen? Der läuft doch hier rum, der Weihnachtsmann, mit dem Weihnachtsengel. Da musst du mal gucken. Wir sind vom Fernsehen, guten Tag, vom HFC TV. Hast du den Weihnachtsmann schon getroffen? Ja. Und hast du dem erzählt, was du zu Weihnachten haben möchtest? Nein. Nein? Hast du ihm nicht verraten? Hast du schon einen Wunsch zu Weihnachten? Was wünschst du dir zu Weihnachten?
So, jetzt sind wir an unserem legendären Marathon-Tor. Ihr seht, im Hintergrund ist der Weihnachtsmann zu Gast und der unterhält sich mit den Kindern, fragt sie nach ihren Wünschen, macht mit den Kindern ein bisschen Spaß, fragt natürlich auch, ob sie lieb waren. Also unser Weihnachtsmann am Marathon-Tor hier auf dem HFC-Weihnachtsmarkt. Auf dem Weg ins Zentrum Autogramm gegeben. Volli, dich muss ich jetzt abpassen. Du bist ja mit der Nummer 5, mit unserer legendären Nummer 5, die auch Bernd Branstrug und auch Franz Becken war, dürfen wir nicht vergessen, auf dem Weg zur Legende bei uns, ja? Als erster eine Lampe zerschossen und jetzt als erster bei Arndt Zeigler das Kacktor des Monats geschossen. Das ist doch auch mal eine tolle Auszeichnung. Ja klar, ist mal was anderes und ja, so eine Auszeichnung will man vielleicht nicht unbedingt haben, aber ist auch mal witzig, wir haben das Spiel gewonnen, deswegen alles gut. Wir haben die Übergabe gesehen im Video, du hast es auch spaßig genommen, ja? Ja, natürlich, also wer das Tor gesehen hat, der hat auch gesehen, dass ich da eigentlich gar nicht mehr so viel machen konnte, weil es halt unglücklich gegen meine Oberschenkel geflogen ist ins Tor. Wir haben das Spiel gewonnen, deswegen war das nicht so schlimm. Aber das ist Fußball, muss man sagen. Ja, das ist Fußball, ist passiert. Das hat man auch gestern wieder gesehen beim Hamburger Stadtderby, der Daniel Heuer-Fernandes, auch ein Unglücksrabe. Ich glaube, da kann ich die Klobrille gleich weiterschicken nach Hamburg. Ja, passiert, das ist Fußball und geht weiter. Und jetzt zur absoluten Legende beim HFC fehlt nur eins. Jetzt musst du noch mal irgendwann das Tor des Monats schießen. Ja, da bin ich dran. Versuche ich auf jeden Fall noch. Also ich hoffe, ich kriege noch ein paar Chancen. Ja, und dann klappt das bestimmt auch. Dann wünschen wir euch noch viel Erfolg bei den letzten Spielen in diesem Jahr. Toi, toi, toi. Bleibt alle verletzungsfrei. Danke. Und wir sehen uns nächsten Freitag in Bielefeld. Machen wir. Danke, ciao. Ein ganz wichtigen Mann erwischt, denn Thomas, unser Chronist, der für die Ausstellung hier zeichnet und verantwortlich. Thomas, ich glaube, jetzt kommt wieder eine Ausstellung bei uns. Jetzt kommt wieder eine Ausstellung, und zwar bin ich jetzt schon fleißig am Plan. Und zwar ist die Eröffnung dann am 21. Dezember, geht bis zum 11. Januar. Ja, und das beinhaltet im Endeffekt jetzt so die Fortsetzung der ersten, wo ich jetzt die Zeit von 1977 bis 1992 beleuchten werde. Wie lange wird es die Ausstellung diesmal geben? Ne, das wären ein paar Tage. Wie gesagt, der letzte Tag wäre der 11. Januar denn. Okay. Ist der letzte Eröffnungstag. Naja, und das findet die genauen Öffnungszeiten werden dann auf jeden Fall noch in den ganzen sozialen Medien veröffentlicht und wie immer im Businessbereich des Chemiestadions. Und ganz wichtig, der Eintritt wird wieder frei sein. Wird wieder frei sein. Na, und ein paar kleine Überraschungen sind mit dabei. Also würde mich freuen, wenn ihr alle zahlreich erscheinen werdet. Und es lohnt sich definitiv. Und ich glaube, das ist der schönste Lohn, wenn viele, viele diese Ausstellung besuchen. Wir sind auf jeden Fall alle beide dabei. Dankeschön. Jetzt habe ich sie erwischt, die Mary von unserem Fanprojekt. Mary, du bist heute viel gefragt, ne? Ja, doch schon, ja. Na, ihr wart ja ganz, ganz toll involviert in die Vorbereitung des Weihnachtsmarkts. Es, glaube ich, ist eine Riesenleistung, was ihr hier gestemmt habt. Ja, ich freue mich sehr. Also auf jeden Fall nur zusammen. Wir haben das alle zusammen gemeinsam aufgebaut und ja, ist ein großer Erfolg. Fanprojekt mit dem BAM zusammen. Mit dem Bündnis aktiver Mitglieder, HFC-Mitglieder zusammen, mit dem Verein zusammen, alle zusammen. Und die Fanszene, nicht zu vergessen. Im Hintergrund war übrigens gerade der Weihnachtsmann vorbei. Also ohne die Fanszene wäre es auch nicht möglich gewesen, muss man echt so sagen. Alles klar, dann wünschen wir euch natürlich eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. Danke euch auch.